All right, so hi there. This is Paul, and I'm in Bern, Switzerland. We're guided something amazing with Marina and Stephanie. We were doing a school of evangelism, and they went out and prayed for some people. So, what happened? Sie hatte den Eindruck, von einem Menschen, den sie zeichnen soll, mit vier Beinen. I had the impression to write down a person with four legs. Und die Idee dahinter von diesen vier Beinen, es könnte sein, dass es Krücken sind. The idea from this impression was that this person has crutches. Sie hatte auch den Eindruck, dass es ein bestimmter Platz am Bahnhof sei. Und bei mir war es auch der Gedanke vom Bahnhof im Kopf. My impression was we should go to the train station and I had a place in my head who we should go. And Marina also had think that she that we should go to the train station. Wir gingen also zum Burger King und sahen schon einen Mann mit Krücken und einen Mann im Rollstuhl. We walked to the train station to the Burger King and then we saw a man with crutches and his colleague were sitting on the wheelchair, yes. Sie sagten aber nein, das ist noch nicht unser Platz, wir überqueren noch die Straße zu unserem Platz. We said no, it's not a station for go for a person and then we go to the real place to go. Wir warteten dort ungefähr 2 oder 3 Minuten, bis genau diese 2 Personen an diesen Platz kamen. We wait at this place 2 or 3 minutes and then this 2 person comes to this place. War es doch dieser Mann und wir sprachen ihn dann auch direkt an. It was really this man and then we talked to him. Hey, wir haben den Eindruck, dass Jesus uns gesagt hat, dass genau an diesem Punkt jemand stehen wird, der Krücken hat. Und du bist dieser Schatz. We talked to him that we had the impression to meet this person who stay at this place and God has a plan for him. Sein Freund wollte nicht zuhören, als er Jesus hörte und wollte schon davonrollen. His friends don't want to hear what he said and would go away. Aber der Mann mit den Krücken hat gesagt, stopp, ich möchte zuhören. But the man with the crutches had said that he don't want to go away and would hear what he want to talk to him. Also erzählten wir von diesem Eindruck und fragten ihn, ob wir für seinen Fuß beten dürfen. We tell him about the impression and then we ask him if we can pray for him for his feet. Er sagte ja und wir beteten direkt für seinen Fuß. He said yes and we prayed for his feet. Als wir fertig waren, sagte er, dass es so gekribbelt hätte in seinem Fuß. When we had prayed for him for his feet, then he said us that he has a tribbling in his feet. Wir verabschiedeten uns, segneten ihn und gingen weiter. We go away and said bye and blessed him in Jesus' name. Später, 1 oder 2 Stunden später, gingen wir ins Coop, um Proviant zu kaufen. Later we go to the Coop and we want buy something. Und da sahen wir genau diesen Mann, Pascal, der seine Krücken in der Hand hielt und so lief. And then we saw this person, Pascal, who had his crutches in his hands and then he walked without crutches. Und er sagte noch vorher zu uns, dass er nicht draufstehen würde, es würde extrem wehtun. From him he had said that he don't can walk on his feet. And then he saw him without crutches. So say that one more time. So before he couldn't walk without the crutches. Yes. But now he can do it. Yes. And that's awesome. Yes, that's all in the same evening. That's awesome. Thank you for sharing.